Der ist hier drinne. So, ich habe nebenbei hier noch nach Schreine hier noch hinzugefügt, die wir übersehen haben. Ist jetzt nicht schlimm. Wie machen wir das am besten? So. Wie gesagt. Jo. Manora-Schrein. So. Löschen. So. Ein Segen. Gut. Ein silberner Rubin. Gut, machen wir gleich weiter. Wir haben noch eine Erinnerung. Wir müssen bloß gucken, wo der jetzt genau ist. Ich denke, ich gehe mal jetzt stark von aus. Entweder jetzt hier unten oder oben. Aber anscheinend ist jetzt der richtige Weg. Ja. Lass mal gucken, wie wir hochkommen. Moment, Moment, Moment. Oh, da ist er ja. Ist er. Oh, Dunbar-Tarschrein. Wer kommt denn da jetzt? Ach, er. Ja, so ja doch. So. Okay. Beharrlichkeit. Stasismodule. Nicht. Warte mal. Das war gerade suboptimal, was wir hier gerade gemacht haben. Das ist besser. Stehen wir uns schon mal vor der Tür. Schalter. Was ist denn jetzt los hier? Ich habe mal diese Dinge. Okay. Jetzt müssen wir erstmal überlegen. So. Ich habe die Kugel. Ich glaube, ich weiß, worauf das jetzt hinausläuft. Erstmal. Wir hätten den auch.
Ah, ist egal. So. Was haben wir hier? Elektro-Großschwert. Angriff. Boah. Alter, guck dir den Scheißkerl an. So, egal. Jetzt müssen wir mal bloß gucken. Was haben wir denn da drin? Offensichtlich müssen wir den Teil da umschmeißen. Damit die Türe aufgeht. Schon mal was gucken. Das ist auch nochmal eine Tür. Eine Tür oder was weiß ich. Ablegen. Das auch. Sollten wir mit unseren Lanzen erstmal arbeiten. Okay, hier sind wir besser. Wenn wir den da draufstellen, sind wir, denke ich mal, besser. Warte mal. Ja, so ist besser. Oder auch nicht. Okay, warte mal. Stellen wir den mal hier ganz mittig hin. Ich bin Trottel, warte. Das war absolut gar nichts. Wir könnten... Warte mal, wir könnten doch mit der Bockkeule da was machen, oder? So. Aha. Das ist scheiße. Weil du nicht einschätzen kannst, wie fliegt er. Warte mal. Das sollte hinhauen. Okay. Gut, das hätten wir. Falkenbogen. Stimmt, Falkenbogen hätten wir auch was erledigen können. Oder Pfeilen oder so. Aber ich glaube, die Rätsellösung ist tatsächlich hier mit dem Stasis-Modul, genau. Statt umzukippen. So, gleich im Prinzip jetzt. Warte mal. Das war ja gar nicht. Oh nee, alles gut. Na, Gott sei Dank. Ups. So, als nächstes gehen wir dann hier hin. Und dann
zum Stempel und dann machen wir den nächsten Cut. So, 4 Herzcontainer werden wir jetzt bekommen, ne? Machen wir denn, wenn wir in Kakariko sind und alles fertig haben? Erstmal. So. Hätte man drauf kommen können. Vergessener Tempel. So. Hier haben wir einen Grog. Ja. So. So. Ach du je. Ist ja richtig die Hölle los. Ach du Scheiße. Tschüss. Los, weg hier. Alter, hier ist ja die Hölle los. Hätte ich echt nicht erwartet, tatsächlich. Rona-Kata-Schrein. Hier los. Nee, warte mal. Machen wir mal erstmal den Schrein fertig. Hier ist ein Segen, okay. Feuergroßschwert, okay. So, 18. Okay. Will mir das nochmal kurz angucken, weil das ist mir sehr suspekt aus dahinter. Okay.
Auf den Hügel bestimmt. Jupp. Hier. Und hier, noch eine. Die Blumen von Hyrule sind nicht nur schön anzusehen. Sie werden auch als Farbstoffe oder Heilmittel verwendet. Oh. Das hier ist ein Prinzessinnen-Enzian. Die sind vom Aussterben bedroht. Man wollte sie retten und hat versucht, sie in Gewächshäusern zu züchten. Aber sie gedeihen nur in der Natur. Diese Blume hier, vielleicht ist sie sogar die letzte ihrer Art. Vielleicht. Oh, hey, guck mal hier. Die sind schon lange als Delikatesse begehrt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sie Wirkstoffe enthalten, die die Leistungsfähigkeit erhöhen. Ich erforsche gerade ihre Wirkung und ein paar Freiwillige im Schloss helfen mir dabei. Aber jemand mit deinen außerordentlichen Fähigkeiten fehlt mir noch. So jemanden brauche ich noch als Versuchskaninchen. Na los! Iss schon! Okay. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Donnerplateau. Wer im Land des Donnerwald bekommt eine Prüfung zugeteilt. Wenn vier Geister an ihre Plätze reisen, den Weg der Prüfung sie dir weisen. Okay. Prüfung im Sturm. Wir sind da erstmal hoch, denke ich. So. Da haben wir eine Kugel. Der hat so ein S-Symbol. Der kommt wahrscheinlich hier rein. So. Das ist schon mal richtig. Ach du je. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft hier. So. Die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt da hoch? Okay.
Na, 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 wirst du wohl nicht abholen. Hier rutscht und glitscht und bäh. Mag ich ja überhaupt nicht. Müssen wir irgendwie anders hoch. Kriegen wir denn da Rufisch? Och, komm. Das muss nun wirklich nicht sein. Wie sollen wir den da hochkriegen? Eine Idee, aber ah, du rutscht hier weg, das ist ekelhaft. Das ist echt ekelhaft. Wir schmeißen den mal hier hin. Stasis-Modul. Super, so wollte ich's haben. So wollte ich's haben, genau. So, der Grüne ist dort oben. Wir haben jetzt den Game, der kommt hier hin. So, Zweier haben wir. Der Grüne ist dort oben. Es fehlt nur noch der. Oh. Es fehlt nur noch der. Da schon. Autsch. So. Müssen wir mal gucken, wo der Rote ist. Jetzt müssen wir gucken, wo der Rote ist. Dort hinten. Da will ich vorschlagen, da fliegen wir einfach jetzt schnurstracks rüber und ballern das Ding darüber. Will ich jetzt einfach mal so vorschlagen. Super. So. Pass auf. Also, ich habe mir das jetzt folgendermaßen vorgestellt. So. Genau, so ist besser. Sehr schön. Jetzt müssen wir hier nur hoch. Und dann hätten wir das Rätsel gelöst. So. Das müsste jetzt hier links rein, oder? Ja, genau. So. Okay. Toyasa Schrein. So, ist bestimmt ein Segen.
Nein. Geheimnis der Risse. Okay. Hat man nicht so einen ähnlichen gehabt? Okay. Hier haben wir den Schalter. Jo. Das war's. Das war eigentlich recht simpel. So. Okay. Das ist es. Warte mal. Was ist denn hier? Ich lege hier eine Aufzeichnung meiner Reisen auf der Suche nach alten Liedern niedergezeichnet. Kashiwa. Das Lied des Zug-Ulandwaldes. Dieses Lied ist ein Zug-Ulandwald von Firon, ein Klassiker. Scheint unter anderem um Drachen und Riesenschlangen zu gehen. Ich frage mich, ob es solche Wesen heutzutage überhaupt noch gibt. Das Lied der westlichen Hyrule-Ebene. Im südlichen Bereich der westlichen Hyrule-Ebene liegt die Yard-Brücke. In der Nähe befinden sich zahllose Felsen mit einem Loch in der Mitte. Und über genau diese Felsen soll es ein Lied geben. Das Lied der Vollblut-Ebene. In der Vollblut-Ebene im südlichen Teil Ranels ist ein Lied überliefert, das von einem Tier handelt. Befindet sich nordöstlich von Kakariko. Aha. Das Typ des Gorodo-Turms, das ist der alte... Achso, ja. Kolosis. Achso. Ja, ich verstehe schon. Nacht des Blutmondes. Das sind alle Tipps. Oh, Verzeihung. War das zu laut? Sion, hier hochzuklettern ist wirklich eine Leistung. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich der Prüfung stellt und überwindet. Die Nacht des Blutmondes beginnt. Ein Monstern ist neues Leben bestimmt. Auf das hellen Prüfung sind, wie Neugeborene den Sockel erklimmt. Okay. Da. Moratania-Schrein. Warte mal. So. Bisschen verschätzt habe ich mich, ne? Aber ist egal. Okay. Machen wir das.
83 Schreine. Okay. Haben noch etliches vor uns. Mit Schwung. So. Was? Okay. Ach so. So, einmal. Gut. Eine Waldlanze. Okay. Ah, scheiße. So. Wir haben einen Waldbogen. Warte mal. Brauchen wir nicht unbedingt, oder? Wobei... Falls mal Gewitter ist. Ach, scheiße. Nee, es funktioniert so nicht. Hä? Moment.
Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Scheiße. Mann. Diese Kugel, die nervt. Stell die jetzt einfach da. Warte mal. Warte mal. Geht es, dass ich die jetzt hier einfach hier hochstelle? Warte mal. So, jetzt haben wir freie Bahn. Ah, was machst du? Aber so kann man es auch machen, tatsächlich, oder? Na, wenn er sich mal festhalten würde. So. Schön und gut. Warte mal. Was jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Da ist eine Treppe, oder? Der steht ein bisschen hinaus. Ja, wir sind aber zu tief. Okay, bei diesem Schreiner muss ich jetzt überlegen, was müssen wir da tun? Oh, fall doch nicht immer zu runter, das nervt ja. Entschuldigt, meine Stimme ist irgendwie ein bisschen, momentan ein bisschen angeschlagen, kann man so sagen.
müssten wir mit dem Fall drauf. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber... Boah, ist hier drin gar nichts. Soll ich hier eventuell hochklettern? Das geht. Warte mal. Ah, jetzt funktioniert's. Vorhin hat's nicht geklappt. So. Ach so, naja, das hat sich hier erledigt. So, die Truhe hole ich mir jetzt nicht. So. Damit haben wir die 20 voll.